Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Minecraft. Ja, hier in Act 4 von der Welt des diablolistischen Luzifers. Hallo Luzi. Mahlzeit. Wie geht's dir? Gut. Ja, das Lustige ist jetzt gerade gewesen, das konntest du nicht sehen, als du Mahlzeit gesagt hast, habe ich mir einmal Brot zwischen die Kiemen gestopft. Ja, was sagst du denn dazu? Super. Ja, ich passe mir sozusagen deine Sprechgewohnheiten an. Und als nächsten Schritt, bevor wir die Säulen weitermachen, wir brauchen ja sozusagen die Kürbisköpfe, habe ich gerade entschlossen, dass wir den zweiten Abschnitt bauen. Der zweite Abschnitt besteht ja daraus, dass wir ein paar Treppenstufen nach unten machen und den Act 4 Abschnitt 1 Beamer-Portal hinmachen. Das sieht ganz interessant aus, wie ich hier gerade sehe. Und dann Fackeln an die Säulen ranbringen. Die Fackeln an den Säulen ranbringen heißt 01101. Gut, okay, machen wir mal schauen. 01101 01101. Und jetzt seht ihr, dass ich das nicht ganz naturgetreu habe. Und zwar, wie viele Fehler habe ich denn drinne? Also viel ist das gar nicht. Warte mal. Das heißt ein Torbogen. Also ein Torbogen hier, dieser in der Mitte eigentlich, der ist zu viel. Der ist eigentlich zu viel. Das ist also diese kleine künstlerische Abweichung. Ne? Ich hoffe, ihr werdet mir das verzeihen. Aber wir wollen versuchen, so einigermaßen hinzubauen. Jetzt muss ich mal schauen. Oder, warte mal, ich sehe gerade noch eine andere Möglichkeit. Mal kurz schauen. Ich könnte diese Säule zumachen. Aber die andere auf der anderen Seite müsste ich auch zumachen, weil ich sehe gerade, wenn ich das hier mache, wird die Plattform nachher für den Beamer auf der Seite zu knapp. Oder meine Qualitätssicherung sagt gerade, es ist künstlerische Freiheit. Aber mich wurmt das schon ein bisschen. Dann mach's weg. Weil sonst krieg ich das, den Beamer wirklich nicht hier hingebaut. Also ich muss das wirklich, dieses Element zumachen. Weil sonst krieg ich den Beamer nicht hingebaut. Und der sollte schon hinpassen. Der Beamer. Weil der gehört ja dazu. Das ist ja so dieses typische Eckvierige. So, dann machen wir den hier mal weg. Den hier dafür hin. Den hier weg. Den hier dafür hin. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Boah, das war so gerade knuspriges Geräusch. Joa. Ist es symmetrisch? Es ist okay. Gut. So können wir die Fackeln. Jetzt kommen die Tiere schon bis hier unten in die Hölle rein. Boah. Das geht gar nicht. So, gut. Also, meine Qualitätssicherung sagt gerade, ich soll es tot machen. Stellt euch das mal vor. Ich habe so eine Qualitätssicherung, die sagt, ich soll die Tiere töten. Ich soll ein Feuerzeug nehmen und es anzünden. Ich soll es anzünden. Also, Leute, ihr seid froh, dass ich das nicht höre, weil ich das gar nicht höre. Also, Heul mal nicht so rum. Ich heule sowieso nicht rum. Jetzt tue ich gerade aber Mimimimba. Oh, ja, aber gewaltig. Nee, das geht so nicht. Gut. Hier ist dann der Abstand. Hier kommt ja dann rein. Ich hoffe, das war richtig. Jetzt muss ich mal gucken. Oh Gott, das wird lustig. Also, eins dazwischen. Ein Glück ist auf diesem Diablo auch solche Raster drin auf dem Boden. Das ist praktisch.
machen wir da eine Stufe rein, die geht dann runter, die geht dann da rein, da haben wir nochmal Lagerfeuer und dort ist dann der Beamer. Jo. Okay. Das heißt, wir machen das so, 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 so. Und machen hier mal Licht. So. Licht ist Licht, weil es ist Licht. So, das gleiche machen wir dann auch auf der Seite. Okay. Bis hierhin erstmal. Machen dann auch hier eine Fackel hin. Da fackeln wir nicht lange. Ja, die Sprüche werden immer billiger. Weil wir müssen schließlich sparen. Ja, ihr wisst ja auch warum. Ja? In Griechenland. Ja. Und irgendwann, wenn ich reicher YouTuber bin, dann kaufe ich Griechenland auf. Genau. Griechenland. Ja, da wird doch immer billiger dann. Wegen der Schulden und so, weißt du doch. Und was willst du im Land? Weiß ich noch nicht. Aber die haben schöne Gebäude da. Gefällt mir. Kennst du die Gebäude, oder? Nee, ich auch nicht. Nee. Ich war zwar noch nie in Griechenland gewesen, aber zumindest viele Touristen gehen da immer hin, habe ich gehört. Ach nee. Jo. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Menge zum Ausheben. Hoppala, Fackel. Gleich mal wieder eine neue setzen. Wisst ja warum, wegen Spawns und so weiter. Man kennt's ja. So. Schön hier weg alles. So, jetzt muss ich mal ganz nochmal kurz zur Orientierung aufs Smartphone gucken. Hab ja gewarnt, das wird öfters passieren. 1, 2 Treppenstufen runter oder machen wir eine nur runter? Ich glaube, wir machen nochmal eine runter. Also die Ebene, die wir jetzt haben, ist okay. Und dann kommt da der Beamer hin. Auf der anderen Seite ist ja üblicherweise nicht viel. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt also, hier kommen die Treppenstufen. Ja, so viel zum Thema, ich verbaue mich nicht. Ich darf mich verbauen, ich bin Berliner, ihr wisst ja, so Flughafen und so, da liegt uns so im Blute, ja? Wir können uns ganz gut verbauen. Vor allen Dingen, wir haben so Probleme mit Brandschutzanlagen. In der Hölle ist das jetzt egal, aber... War Luzi? Boah. Da brauchst du keine Brandschutzanlage. Ich glaube, da wäre die sogar eher hinderlich, ja? Ja. Ja. Stell dir mal vor, man hätte in der Hölle eine Brandschutzanlage. Luzi. Das geht gar nicht, oder? Kann er ja machen, aber... Ja, hat keinen Sinn, ne? Weil da soll ja schmoken und brennen, ne? Muss mal kurz gucken, ob der Beamer Platz quadratisch war. Das hat gar nicht drauf geachtet. Naja, der ist quadratisch. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5... 6? Nee, der ist länglich. Okay. Aber ich mache einen 5x5. Das ist wieder dann sozusagen die Symmetriehube bei mir. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tatsächlich. Da kann ich wirklich den 6. drin machen. Machen wir den 6. hier drin. Aber wozu ist der 6. da drinne? Mal nachschauen. Dass der nicht langweilig wird. Ah, ja, ich merke das schon.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Ich sehe gerade, der hat den gar nicht so richtig da dran. Da ist der vor vorne gesetzt und der verbraucht selber 2 Plätze. Okay, das macht Sinn. Und da werden wir hier mit Halbstufen arbeiten, weil ich mache das so, dass der Beamer selber leicht erhöht ist dann. Ja, wir werden schon sehen. So. Sleep, sleep, sleep. Du willst schlafen? Natürlich. Warte mal, da muss ich schnell noch eine Fackel hier setzen. Ist doch noch mitten am Tag, Luzi. Moment kurz. Moment kurz, ja, aber im Bett liegst du schon, oder wie? Ja. Gut. Ich jetzt auch. Okay, und schon wieder wach. Mal so einfach hier, bitte. Ist wie im Real Life, da schlafe ich auch mal so schnell ein. Nur schlafen tue ich länger. Und dann bin ich immer noch müde. So, das haben wir ausgefüllt. Dann... Hier die Reihe, die ist komplett so gewesen. Das muss ich nochmal kurz nachgucken. Ja, 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 ja. So, dann haben wir 1, 2. Nee, jetzt mache ich Mist. Nee, doch, ist richtig. Wir müssen das ja ausfüllen komplett. Und dann kommen per Halbslaps der Beamer rein. Genau. Hier kommt der Halbslap-Beamer. Gut. Okay, und hier kommt die Wand rein. So, okay. Dann kommt der Halbslap-Beamer. Halbslaps, da haben wir sie. Mal 4. Das müsste hier gewesen sein. 1, 2, genau. Und so, das ist dann der Beamer. Ich guck nochmal nach. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ist originalgetreu. Das ist ich muss mal ein bisschen Zeit AFK. Kein Problem. Okay. Ich versuche hier selbst weiterzubauen. So, also, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssten eigentlich da Fackeln ran. Eine müsste hier hin. Die sitzt eigentlich normalerweise genau auf der Kreuzung hier. Das kriegen wir bautechnisch hier hin. Und auf der anderen Seite da auch. Und theoretischerweise müssten die Fackeln eigentlich bläulich sein. Stellt euch vor, diese wären bläulich. Und ich werde nachher aber die Slabs gegen anderes Material austauschen, gegen Rotstein oder sowas, damit es noch ein bisschen theatralischer aussieht. So, okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da können wir so machen. Passt, passt, passt. Sieht schick aus. Jetzt, das geht so weit, das geht so weit. Hier ist ein bisschen zu weit reingegangen, würde ich sagen. Und das geht dann bis zu diesen Treppenelementen ran. Jo. Bis da runter geht's dann da runter. Ach du Schande, das wird aber kompliziert. Das wird irrsinnig kompliziert. Was brauche ich denn? Ich brauche die hier. Okay. Dann muss ich... Hoppala. War da ein Himmel zu sehen? Das ist ja auch mein Bild. Da stimmt doch was nicht. Okay. Gut, ich brauche die Dinger. So, wann haben wir denn da? Zwei Elemente geht's rein. Heißt, ich brauche nochmal die Spitzhacke. Spitzhacke, ich gesagt. Die geht da rein. Zwei Elemente. Da sehe ich, dass ich hier diese Treppen zu weit gebaut habe, sehe ich gerade. Ja, 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 ja. Okay, dann heißt das hier ist Zaun aus Steine. Gut. Bis dahin. Dann. Nee. Doch. Boah. Nee, doch, natürlich.
heißt, dann geht der da raus, da unten. Der geht raus. Der geht raus. Und da kommt der rein. Genau. Boah. Dann brauche ich... Wie geht denn das jetzt weiter hier? Ich brauche weitere Teile, die dann so runtergehen. Das sind dann eine Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Vier Stufen geht's runter. Ja, ihr habt richtig gehört. Vier Stufen. Hier geht's dann vier Stufen runter. Dann wollen wir mal gucken, wie tief... Oh, da war ein Enderman. Solange der nichts macht, soll der mir nicht stören. Gut, vier Stufen. Das heißt also... Das ist die Stufe 1. 2. Oh, das geht ja tief hier jetzt. Oh, das geht aber tief. Oh Gott, das geht ja richtig tief dann. Oder... Ich arbeite mit Halbstufen jetzt. Gar nicht diese Treppe, weil die Treppe sieht sowieso sehr übertrieben aus. Weil das sind eigentlich solche flachen Stufen nur. Ich glaube, ich arbeite da wirklich nur mit einem Halbstufensystem. Das heißt also, was machen wir mal mehr ausfüllen? Machen wir mal, wir füllen mal das hier aus. Damit wir hier erstmal die Optik wahren. Bis hierhin. So, erstmal mal so haben. So, dann brauche ich die Halbstufen. Machen wir eine hier rein. Dann machen wir hier eine ganze rein. Dann müssen wir wieder eine ganze rein machen. Dann eine halbe rein. Und siehe da, es sieht definitiv vernünftiger aus. Wollen wir mal gucken, wie viele Stufen das so emuliert. 1, 2, 3, 4. Boah, das ist okay. Wir machen da noch die vierte rein. Und die ist dann dort. Genau. Jo. So kann ich doch damit arbeiten. Das geht doch. Ja. Das ist so typisch deutsch. Beim Spielen und dann von Arbeiten reden. Ja. German's Crowd, wie man so schön sagt. German's Crowd hat keine Ahnung vom Zocken. Ist normal. So, dann machen wir mal hier schön weg alles. Das wird wirklich nochmal sehr aufwendig. Oh, wird das aufwendig. Aber das Schöne ist, dabei wachsen ja dann auch die Kürbisköpfe. Die brauchen wir ja auch noch. Von daher ist das alles in Ordnung. Und vor allen Dingen, was richtig toll ist, wir haben da eine richtig hohe Deckenhöhe hier. Das heißt, dann nach oben wird es dann dunkel. Also von daher, alles im grünen Bereich. Ich bin schon überlegen, ob man irgendwie vielleicht mit TNT arbeiten sollte, nachher beim Ausheben der Höhle. So, die beabsichtigte Sprengung. Aber ich glaube, der Aufwand, der Sprengkörper herzustellen, dürfte höher sein, als nachher, wenn man eigentlich auch abbaut. Denke ich zumindest. So von der Logik her. Aber Logik und Minecraft sind sowieso zwei Dinge, die sich teilweise ganz schön ausschließen. Was mir ja schon ein paar Mal aufgefallen ist. Und euch bestimmt auch, wenn ihr das selber gespielt habt. Ich sag nur mal, Lavaflussverhalten, Wasserflussverhalten... Lichtverhalten. Eigentlich sowieso alles sehr verhalten in Minecraft. So, machen wir erstmal hier Licht hin, damit wir arbeiten können. Und jetzt kommen die Halbslabs. So, die ziehen wir mal hier rein. Bis hier hin. Und dann kommen die Ganzsteine. Die Ganzsteine. Oh Gott. Mensch, die Ganzsteine. Das sind ganze Steine. Oder Vollblöcke. Genau. Vollblöcke hört sich auch hier an. Die sind ganz voll, die Blöcke. Die konnten sich nicht zusammenreißen. Die haben alle mitgenommen von der letzten Uso-Party. Okay. So, ich muss noch eine hier wegmachen, weil hier unten kommt ja noch die letzte Stufe sozusagen.
Genau. Aber ihr habt ja alle hier gewarnt, dass dieses Bauprojekt ein bisschen größer werden wird. Und vor allen Dingen, wenn ich so von dem Levelgebiet ein bisschen was baue, also ich werde jetzt nicht so groß bauen wie wirklich Act 4, das heißt also, da klebe ich wohl ewig dran, ne? Aber ich würde so weit machen, dass man, wenn man hier in dieser Feste des Wahnsinns steht, sozusagen nicht hineinschauen kann. Also man kann hineinschauen, aber dass man nicht das Ende direkt sieht. Also das wird schon ein bisschen heftig werden. Und dann gibt es ja mal diese zerklüfteten und zerrissenen Ruinen. Auch die werde ich bewusst so bauen dann. Darauf freue ich mich sogar schon. Also so Ruinenbau finde ich immer cool. So kaputte Ruinen und so. Find ich immer irgendwie ansprechend so. Naja, du weißt schon, was Sache ist, hä? Hau bloß ab hier. Ja. Lass mir dir auf den Nerv gehen hier, ne? Habt ihr mitbekommen, weil der wusste ganz genau, was Sache ist. Und ich weiß auch, was ganz genau Sache ist. Und zwar, ja, wir haben wieder Aufnahme. Stoppt, weil... Genau. Folge ist wieder voll. Folge ist voll. Klingt auch ein bisschen komisch. In dem Sinne euch allen da draußen einen schönen Tag. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt. Und vor allen Dingen auch könnt. Ja, morgen wieder. Ja, also ciao, ciao und bye, bye.